Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum Part Nummer 17 von Rome Total War 2. Von Total War Rome 2. Meine Fresse, das passiert mir aber auch echt zu oft. Wir haben kürzlich Sparta eingenommen und die ganze Fraktion vernichtet. Lecken uns gerade noch unsere Wunden. Ich werde mal unsere Einheiten ein bisschen in die Regionen versetzen, damit sie da wieder sich aufstocken können. Das kostet jetzt wahrscheinlich auch. Kostet das eigentlich was? Ich glaube, das kostet sogar gar nichts, sondern stocken sich einfach so nur so auf. Insbesondere Odysseus Wanderer, das ist im Endeffekt eine halbtote Armee, die gibt es eigentlich gar nicht mehr. So ein allein von den Mannen. Aber in zwei, drei Runden müssten die eigentlich wieder fit sein. Wir haben wieder Nahrung in Thrakien, nachdem wir unser Gehöft gebaut haben, was wir jetzt dann auch sofort zu einem Hof ausbauen werden. Das ist schön, das ist schön, das funktioniert, das ist alles wunderbar und das freut mich. In Navissos haben wir das nämlich ausgebaut. Wir werden als nächstes... ich glaube, viel mehr gibt es jetzt hier gerade gar nicht zu tun. Wir könnten eigentlich die Runde beenden. Wir erforschen gerade Belagerungsgeräte. Führen... Achso, ich wollte meinen Spion ja rüberschiffen. Nach Hieraptia. So, und zwar dorthin. Ich möchte mir ganz gerne angucken, was er hier an Soldaten hat. Syrakus, neue Fraktion eingetroffen. Verschleißbericht, Haushalt erweitert sich. Wir gucken uns mal kurz. Honorum sind die Ämter und Kommissionen, die einem General in eurer Fraktion zugeteilt werden können, wenn sie ein bestimmtes Alter oder einen bestimmten Rang erreicht haben. Der Cursus Honorum ist mit Machtkosten verbunden, kann also dazu genutzt werden, nützliche, aber potenziell gefährliche Persönlichkeiten zu beschwichtigen. So, andere Familien. Den können wir leider nicht adoptieren. Parteiführer können nicht übernommen werden. Gerüchte verbreiten, adoptieren. Unterstützung minus 5 Hofadlige. Unser Staatsmann ist leider verwundet. Ja, traurig ist das. Ansonsten haben wir noch 68% Einfluss. Das genießen wir noch. Läuft momentan also noch halbwegs gut. Wir haben einen Nahrungsüberschuss. Das ist super schön. Das Königreich Makedonien. Okay, wunderbar. Das war's dann, glaube ich, auch von der Runde. Wir können die Runde abschließen. Und nächste Runde müsste unsere erste Forschung im Bereich der Belagerungstechniken, Waffen fertig sein. Dann können wir eine Werkstatt bauen. Ja, ansonsten Patch 2, das immer noch nicht so sauber läuft. Meiner Meinung nach, ich finde es ein bisschen schade bei Rome 2. Normalerweise lassen sich ja viel Zeit, aber irgendwie, ich meine bei Shogun 2, da hat es schon irgendwie gehakt. Und bei Rome 2 jetzt auch wieder. Ein bisschen enttäuschend eigentlich, weil sonst Creative Assembly immer sehr Handfestes rausgebracht hat. Aber hier gibt es immer noch so ein paar kleine Engine-Probleme und die haben sie auch mit dem zweiten Patch noch nicht vollständig ausmerzen können. Ansonsten ist die KI manchmal ein bisschen merkwürdig, aber worüber ich schon fröhlich bin, 1200, ey, du hast ja wohl... Ich werde euch garantiert nicht 960 geben. Seid ihr bekloppt? Was wollte ich gerade sagen? Ich habe es vergessen. Achso, ja, ich bin glücklich darüber, dass die KI zumindest in Kämpfen nicht immer mit ihren Einheiten vor, zurück geht und sich komplett dem Beschuss von Fernkampfinfanterie aussetzt. Das ist schon mal ganz gut, weil das war nämlich früher so der Fall. Ich habe gerade irgendwie einen Durst. Das ist auf jeden Fall schon mal besser geworden. Ach so. Dann bin ich ja mal gespannt, was die da auf der Insel an für eine Streitmacht haben. Ob das Pillepalle ist oder ob wir das... Ich will doch nur ein Bündnis. Ich habe ja nicht nach einer Hochzeit gefragt, oder? Ein alter Drache als Schwiegermutter gehört nicht dazu. Also Geld kriegst du schon mal nicht von mir. Nicht Angriffspakt ist in Ordnung. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass du mich auf jeden Fall erstmal in Ruhe lässt. So, eine Fraktion steigt auf. Aria. Oh, ganz weit weg. Irgendwo im Osten. So.
Jetzt bin ich aber mal neugierig. Das machen wir mal als erstes. Also, da sind wir natürlich noch nicht genug in der Nähe, aber das sieht mir jetzt nicht so, erstmal nicht so extrem aus. Relativ durchschnittlich, hat eigentlich irgendwie fast jeder. Ermutigte Bevölkerung, das Volk aus dieser Provinz ist zufrieden mit seinen Lebensumständen. Ja, das ist wunderbar. Ja, jetzt sind sie auch nicht mehr unter spartanischer Herrschaft, sondern unter makedonischer, da ist natürlich alles viel besser. Ich meine, Makedonien over Sparta, das ist ja wohl klar. So, ist ein bisschen blöd, dass wir hier gerade eine selbst versorgende Region haben. Ich hätte schon ganz gerne noch Athenai dazu, weil Athenai einfach megamäßig groß ist. Ah, was die alles haben, was die alles haben. Die haben eigentlich eine relativ gute Seestreitmacht, aber Landstreitmacht haben sie nicht wirklich. Ich würde meine Einheiten aufstocken, werde gucken, dass ich Belagerungsgeräte ausbauen kann und dann würde ich sagen, ist Athenai unser nächstes Ziel. Dass wir das mal eingliedern. Minus 40 Wohlstand durch Verarmung. Warum denn das? Ja, bitteschön. Wohlstand durch Industrie. Das ist das Wahre. In Pulpudeva können wir leider in den Hafen nicht weiter ausbauen. Zisterne. Wir gucken uns mal die Forschung an. Damit sind wir jetzt durch. Zentrales Getreidelager, Verluste durch Verschleiß unter Belagerung, nee. Verluste durch Verschleiß beim Belagern. Das ist doch mal der richtige Weg. Und weniger feindliche Belagerungszeit. 4 Runden dauert das Ganze. Wunderbar. Pergamon, wie schaut's denn aus? Ich höre euch zu, mit einem Handelsabkommen. Geht gar nicht. Ich kann ihnen gerade gar kein Handelsabkommen anbieten. Ardiai, mit euch führe ich bereits Handel. Ihr seid mir eigentlich ziemlich wumpe. Athen, was ist mit denen hier? Mit Rhodos führe ich auch Handel. Mit Sardis führe ich auch Handel. Oder? Importiert Olivenöl, jawohl. Baktrien. Zypern. Mit Zypern führe ich, glaube ich, auch Handel. Jawohl. Führe ich mit euch auch Handel? Nee. Ach, das wollte ich nicht. Handelsabkommen. Wunderbar. Pontos. Kimmerer. Die mögen mich gerade gar nicht. Königliche Skisien. Ich werde euch die Ehre erweisen, euren Bedingungen zuzuhören, in der Hoffnung, Weisheit und Profit darin zu finden. Wahrscheinlichkeit hoch, weil ich wahrscheinlich stärker bin. Kräfteverhältnis, wobei, wir sind eigentlich gerade gleich auf. Wie ist denn das Kräfteverhältnis hier? Athen. Es gibt viel zu bereden und womöglich vieles zu vereinbaren. Unverlässlich. Zuversichtlich. Ha. Vergangener Krieg mit Sparta, Abkommen mit Athen, Militäraktion gegen Sparta, kulturelle Abneigung. Eigentlich möchte ich euch ganz gerne einnehmen, ne? Athen. Athenai. Athen, Athen. Auf Wiedersehen. Gut, aber mal schauen. Das machen wir vielleicht dann nächste Runde. Wo ist eigentlich mein Krieger hin? War der hier nicht irgendwo? Wo hab ich denn meinen Krieger hin, meinen Helden? Bin ich jetzt doof? Ah, hier ist er. Mein Schwert gehört euch. Wie ihr befehlt. Hier ist er ja. Oh, was? Warte mal.
Ich dachte gerade, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Sind die irgendwie im Krieg? Ares Terror? Ist Apollonia gerade im Krieg mit irgendjemandem? Das gucken wir uns mal an. Nee. Ardiai ist mit keinem im Krieg. Das sah gerade so aus, weil da so viele merkwürdige Schiffe von anderen Staaten umhertuckern. Gut, beenden wir die Runde auch. Ist jetzt wieder eine etwas verwalterische Runde. Das gehört halt zu Total War dazu. Aber bisher ist unsere Expansion da eigentlich ganz gut vonstatten gegangen. Ihr könnt mir auch gerne mal unter diesem Part schreiben, wobei das ist wahrscheinlich zu spät, aber welche nächsten Schritte ich am besten angehen soll in den nächsten Folgen. Das könnt ihr mir gerne auch mal unter dem Part schreiben. Also soll ich auf Athen gehen, falls das nicht bis zum nächsten Part sogar schon geschehen ist, oder doch eher erstmal die Insel einnehmen, weil die nicht unter einem Schutzbündnis, beziehungsweise unter meinem Klientelkönigtum stehen. Oder vielleicht doch wo ganz anders hin marschieren, auf Ardiai, weil das noch die etwas größere Macht auf der griechischen Halbinsel ist. Gen Apollonia. Aber davor werde ich erstmal schauen, dass wir ein paar bessere Einheiten ausbilden können. Das wäre vielleicht noch ein ganz guter Schritt. Für uns alle gut, wenn wir von heutigen Tag an Handeln betreiben. Nun? Ja, aber nicht für das Geld. Verdammt, ich hätte ihnen ein bisschen Geld aus dem aus den Dings nicht, ne? Ich hätte ein bisschen Geld rausquetschen können. Weil die Bedingungen waren noch hoch. Eigentlich hätte er mir Geld zahlen können. Ah, zu spät gesehen. Verdammt. Naja, nicht so schlimm. Salamis. Allein wegen dem Namen sollte man das schon erobern. Für uns alle gut, wenn wir von heutigen Tag an Handeln betreiben. Ja, Nun? jetzt zahlt ihr mir aber was. Ihre wirtschaftliche Macht. Warum sollen die mir so viel zahlen? Kann ich das nicht irgendwie ändern? Abgelehnt. War ja klar. Ich hätte so 500 gerne gehabt, aber irgendwie konnte ich das nicht auswählen. Dummerweise. Warum auch immer. So, Krieg erklärt. Ardiai und Broiki. Die sind im Krieg miteinander. Das hier ist wahrscheinlich Speere des Ares. Das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt für uns. Eigentlich wäre das echt ein guter Zeitpunkt für uns. Oh. Wir können Plänkler-Kavallerie ausbilden. Mögliche Rekrutierung von Plänkler-Kavallerie. Ja, okay. Larissa. Herbern, Pikeniere. Peltasten. Oh, das ist gar nicht so einfach. Hier bauen wir auf jeden Fall mal eine Hoplitenkaserne. Ich erwarte eure Befehle. Ich bin in Bewegung. Ich werde meine Mannen mal an die Region, in die Region ziehen. Ich erwarte eure Befehle. An die Grenze hier hin. Habt ihr noch weitere Befehle? Kann ich das zurück? Hier, nee, man kann es gar nicht machen. Ich wollte nicht so weit vor. Sowas Blödes. Egal. Das kriegen wir schon hin. Machen wir das nächste Runde oder so. Wie schaut's hier aus? Wir haben hier gerade 6 Nahrung pro Runde. Wir können das leider nicht weiter ausbauen. 80 Blei.
Warum denn Verarmung? Warum kriegt ihr einen Malus wegen Verarmung? Das blicke ich bis jetzt nur überhaupt nicht. So. Dann baue ich das jetzt einfach hier im Pulpo-Deva aus. So, passt das. Wir schauen uns unseren Spion an, werden ihn nochmal ein bisschen vorrücken. Der hat eigentlich nicht wirklich viel. Die Knossus. Okay, aber das war's dann auch schon von dieser Folge. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wahrscheinlich, da die Zeichen gerade günstig stehen, werden wir dann doch gegen Ardiai marschieren. Denn, ja, Apollonia ist momentan relativ, ja, eine leichte Frucht. Ich sage mal, eine reife Frucht, die gepflückt werden möchte. Ja. Denn viel ist da nicht. Wie man sehen kann. Umsturz. Sklaven sammeln oder Garnison angreifen. Nee, möchten wir beides nicht. Ja, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.